Our next guest is Amadeo Sama from Ökomoderne. Guten Tag. Und es freut mich sehr, hier zu sein. Es ist ja eine Weile her, seitdem das erste Mal das Nuclear Pride Fest in München abgehalten worden ist. Aber wo sind wir jetzt heute angekommen? In Deutschland zumindest, nach vielen Jahren Energiepolitik in verschiedenen Richtungen. Wir sind heute in Deutschland in einer Situation, wo in Deutschland die höchsten Elektrizitätspreise in der EU bezahlt werden. Das heißt, die höchsten Preise von 27 Ländern, gefolgt von Dänemark. Und gleichzeitig sind wir Hinterbänkler in Sachen Klimawandel bzw. Emissionen. Die Politik hat uns nicht sehr weit gebracht. Und jetzt sollen noch 6 Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Und deswegen haben wir von Ökomoderne diesen Auftrag gegeben, eine Studie, um herauszufinden, was passiert denn eigentlich jetzt gerade? Was wäre denn eigentlich, wenn wir statt Kernenergie Kohle abschalten würden? Und das Ergebnis hat uns selber überrascht, 1 Milliarde Tonnen CO2-Einsparungen bis 2045. Und das sind 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Wenn man viele der anderen Maßnahmen betrachtet, das ist im Vergleich gar nichts, was das hier erreichen würde. Also ist jetzt die Zeit für die Bundesregierung, noch zu Sinnen zu kommen und umzusteuern. Vor allem die neue, und zu sagen, wir halten an den 6 Kernkraftwerken fest. Und vor allem, was hier sehr stark beklagt worden ist, dass Deutschland aufhört, andere Länder zu nötigen, ihren Weg zu gehen. Denn viele andere Länder um uns herum haben das erkannt. Sie gehen in der Richtung, dass sie entweder ihre Kernkraftwerke laufen lassen wollen, bauen neue oder steigen gar neu in die Kernenergie ein. Und das ist nicht nur Europa, Afrika, Südasien, China. Wir sind hier auf dem falschen Weg. Und da muss tatsächlich etwas sich ändern. Und ich denke, der Wind dreht sich schon. Wir sehen, dass es heute völlig anders ist als vor etwa 2, 3, 4 Jahren. Die Stimmung hat sich gedreht. Wir müssen darauf aufbauen. Und für die Zukunft brauchen wir einen Tag zu setzen, irgendwann in der Zukunft, Mitte des Jahrhunderts, wo wir aufstehen und dann sagen, wir haben heute die Unabhängigkeit erreicht. Die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und sind dabei auf einem guten Weg in die Zukunft. Und wir wollen mit Berichten wie diese hier auch in der Zukunft die Bundesregierung und anderen immer wieder darauf hinweisen, wo sie falsch geht und auch zeigen, was alles passiert hätte, was man hätte tun können, wenn man zum Beispiel Kernenergie auch in der Vergangenheit ausgebaut hätte. Da gibt es auch hier ein Szenario dazu. Wir wären bei einem Ausbau in der gleichen Zeit wie die erneuerbaren Energien mit Kernenergie zusätzlich bereits 2025 hätten wir ein Elektrizitätssystem ohne Emissionen. Das sind die Fakten. Aber jetzt zunächst einmal geht es darum, das Wichtigste zu tun. Lasst die 6 Kernkraftwerke in Deutschland weiter laufen.